Ach, wie schön. Das sieht doch toll aus. Guckt euch den Rhabarber an. Meine Größe erreicht, würde ich sagen, ne? Also echt toll. Wenn das nachher blüht, ich freue mich. Bin da gespannt, was da an Insekten dran sein wird. Ja, und der Rest hier auch. Echt toll. Ja, hier mega viel geschafft, da hinten in den Beeten und so weiter und so fort. Ich habe ja gerade erst einen riesen Gartenrundgang gemacht mit einem riesengroßen Update zu meinem Garten, weil sich einfach so viel tut. Und jetzt komme ich heute wieder her. Gestern, vorgestern? Ne, vorgestern war ich, glaube ich, das letzte Jahr. Vor 2 Tagen war ich das letzte Mal hier und echt heftig. Also, aber ich will jetzt keinen Gartenrundgang machen, sondern ich bin hier, weil ich überraschenderweise ja heute dann doch noch Sonne entdeckt habe. Und ja, hier gibt es einen Bereich, auf den ich Bock habe heute. Und dafür kommt ihr mal rüber zu diesem Fleck. Ach, eins habe ich noch vergessen. Erstmal, hallo, ihr Lieben. Und auch herzlich willkommen an alle Neuankömmlinge. Ist wieder echt ein guter Rutsch dazugekommen die letzten Tage. Ich weiß nicht, 150 Abonnenten, 200. Seit dem Veröffentlichen des Videos ist richtig was passiert wieder. Ich bin völlig überrascht, unglaublich dankbar. Und ja, heute bin ich ein bisschen am Tüffeln und am Machen. Die Ecke hier sieht echt wüst aus. Da liegt lauter Kram rum. Da das Beet nicht fertig. Bank dicht gewachsen, obwohl es echt eine tolle Bank ist. Und ja, dieser Bereich ein bisschen Liebe vertragen. Und da möchte ich auch was anderes hin haben als das, was da bisher wächst, die Quieke, ja. Aber hier möchte ich ein schönes Beet entstehen lassen. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, sind die Brennnesseln. Brennnesseln loszuwerden, gar nicht so leicht. Wenn ihr da einen Tipp habt, sagt mir bitte Bescheid. Ich habe da vorne eine Stelle, da habe ich möglichst alles rausgezogen und trotzdem kam es von unten irgendwo wieder durch. Also Brennnesseln ist für mich nicht ganz so lustig. Das ist so der einzige Gegner hier im Garten, der mir ab und zu eine verpasst und dann zwiebelt es eine Zeit und ich bin manchmal echt erschrocken, weil ich das von den Brennnesseln von früher gar nicht so kenne. Also ich finde die heute stärker als früher, so gerade als Kind, wie man das da so empfunden hat. Ja. Wie fange ich denn jetzt an hier, ne? Also ich habe hier schon eine Fläche mal ein bisschen fertig gemacht. Also jetzt nicht heute, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr habe ich hier abgestochen, das ein bisschen geebnet. Bis zum Beet, denke ich mal, werde ich das hier alles ordentlich machen. Anfangen werde ich mit dem Tisch aufräumen, freimachen, Palette weg, auch nochmal ein bisschen inspizieren, ob die soweit noch in Ordnung ist. Und ja, Bank wahrscheinlich auch weg und dann gehe ich hier erstmal mit dem Mäher bei. Ja, das klingt am Plan, oder was meint ihr? Ja, lege ich einfach mal los. Hier gibt es jede Menge Kram wegzuräumen. Das soll jetzt erstmal weg. Das habe ich mir für den ersten Schritt dann erstmal so vorgestellt. Ja, Palette weg, Steine weg. Dann ist das Gröbste hier auch schon mal weg, um mähen zu können. So, hier ist nichts mehr drin. Sieht gut aus. Ja, ihr könnt das schon sehen, ne? Also es ist flach. Ja, was mache ich mit dem Ding? Weg damit. Oh, ein bisschen eingewachsen. Ah, ein bisschen auch belegt vom. Schaut euch das an. Sieht das nicht wüst aus? Also hier gibt es einiges zu tun, danach sieht es aus, aber ich werde euch zeigen, das geht ganz fix. Ich bin erst ein paar Minuten bei und werde jetzt mal den Mäher holen. Tja, ich habe kein Mäher da, was machen wir denn jetzt? Machen wir so, ne? Sense. Wird schon nix. Wie ihr sehen könnt, geht so auch ganz fix. Damit arbeite ich so gerne. Und das ist jetzt eine neue, benutze ich auch das erste Mal, die andere war ja schon gut durch. Mal gucken, wie lange die hält. So richtig stabil und lange halten sie nicht. Kann natürlich mit den Sachen gut umgehen. Aber die Produkte, die ich mir da jetzt zugelegt habe, die taugen nicht wirklich was. Na, unter 10 Euro. Obwohl in dem Fall war das, glaube ich, leicht drüber. Ne? Da gibt es bestimmt besseres Werkzeug. Aber wie ihr sehen könnt, das sieht doch schön aus. Das ist doch völlig ausreichend. Mal ein bisschen frei machen.
keine Ahnung, wie man es richtig macht. Ich habe da meine eigene Technik. Ich kann euch empfehlen, macht es immer nach Gefühl. Dann landet ihr schon irgendwie an der richtigen Ecke. Ach nee, was haben wir denn da? Brennnesseln? Nein, die meine ich nicht. Gibt's ja gar nicht. Das ist von meiner Gartentür. Das könnte mir vielleicht nochmal weiterhelfen. Das sieht toll aus. Die Ecke noch. Hier war eigentlich mal ein Beet angedacht. Hier ist auch immer noch der Thymian, der kam ziemlich spät. Ich hatte ja auch, glaube ich, noch, was waren hier noch drin? Koriander, ja. Drumherum ein bisschen Totholz, aber um das Beet habe ich mich nahezu gar nicht gekümmert. Deswegen, das möchte ich einmal neu aufsetzen, umbuddeln, ordentliche Erde hin, möglichst ohne Quecke. Ich sage immer, Quecke heißt Quecke, an die Klugscheißer da draußen. Schönen Gruß, gab es schon immer wieder Diskussionen. Ich denke mal, hier weiß jeder, was gemeint ist, wenn ich über sowas rede. Und das passt schon, denke ich. Ich mache auf jeden Fall weiter, so wie es mir in den Kopf kommt. Wird schon jeder da draußen verstehen. So, weiter geht's. Einmal frei machen das Beet. Guck, hier sieht man schon Totholz. Da. Ja, was machen wir mit dem Thymian? Soll ich den retten? Das macht ja Sinn, ne? Ich weiß, viele von euch da draußen haben gar keinen Bock, hier so eine Sense in die Hand zu nehmen und ein Rasenmäher oder was weiß ich. Aber ich sage euch, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Und das hier alles ist für mich auch gleich wieder tolles Mulchmaterial von für die Beete. Übrigens wurde ich immer gefragt, wie das mit dem Mulch aussieht vorne und den Kartoffeln. Das kann ich euch nebenbei mal beantworten. Boah, heute bin ich aber schnell außer Atem. Bin das gar nicht mehr gewohnt. Muss mich halt entscheiden, ne? Entweder schnacken oder arbeiten. Also, super Mulchmaterial für die Beete. Da war ich gerade, um bei den Kartoffeln. Ist das so, dass die durchs Mulch durchkommen? Gar kein Problem. Ich sehe die ersten auch schon. Wird aber in irgendeiner Folge mal erscheinen. Jetzt heute nicht hier. Aber ja, ich freue mich jetzt erstmal weiter freimachen und dann gucke ich mal, was ich für Material habe, um so ein Beet zu gestalten. Jetzt hatte ich mir natürlich dabei gedacht, wie gerade schon erwähnt, den Thymian zu erhalten. Ich werde jetzt erstmal abhaken und dann hole ich den Thymian aus dem Boden mit einer Grabegabel. Ja, ich habe jetzt nur 2-3 Pflänzchen gesehen, die ich sichern möchte. Hier, hier, hier. Und dafür gebe ich ja, ein Stückchen tiefer. Boah, ist das hart. Guck, jetzt hole ich es raus. Und dann kann man ein bisschen friemeln, ein bisschen gucken. Mann, duftet das schön. Ich sag euch das. Oh, ganz schön verwachsen mit der Quecke. Ja, so ist das, wenn man sich nicht kümmert. Lässt sich alles rausfriemeln. Hier haben wir ihn. Schon auseinander. Guckt. Schon fast befreit. Hier hängen noch ein paar drin. Muss man natürlich ordentlich gucken. Schleppt man das mit. So, Thymian Nummer 1. Den lege ich mal beiseite. Der nächste. Oh, es riecht so schön. Oh, ich glaube, da kommen auch 4 Stück insgesamt. Hier haben wir noch 2. 1. Allein für den Duft hier auf der Ecke, wenn das so ein richtiger schöner Erholungsort wird. Guck hier gleich nochmal rum, wegen Stein, Totholz und so. Schaut mal einer, guck. Siehste, können wir gleich gebrauchen für den Aufbau wieder. Das kommt einmal nach hinten. Da ist was Großes. Was Großes Todes. Schau mal einer, guck. Ah, das ist aber gutes Holz. Das kann man nachher drin verteilen. Das zersetzt sich schön. Auch schön. Sehr schön. Leben bringt Leben, wie ich immer so schön sage. So mache ich das mit meinen Beeten. Und ich gucke natürlich auch immer, wie die GG. Oh, toll. Guck mal, alles, was jetzt runterfällt, ist gut fürs Beet. Da, wunderbar. Hat natürlich viele positive Eigenschaften. Wasserspeicherung, Nahrung für Tiere. Geht's dem Boden gut, geht's euren Pflanzen gut. Ihr wisst ja, was ich immer sage. Ja, ich glaube, hier kann ich mal ein bisschen wegmachen. Wurzel, Wurzel, Wurzel. Oh, hier guckt euch das an. Ich glaube, ich lasse das direkt hier. Das wird ein bisschen... Oh, schön. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sowas ist immer gern gesehen im Beet. Das muss man halt ein bisschen rausfriemeln. Ja. Gut. Ja. Mal ein bisschen Perspektivwechsel haben. Ich soll jetzt hier erstmal den Kram wegmachen. So, den weg.
den her. Das war jetzt noch kein gemähter Feinschliff. So. Zack. Schiebe ich mal hier an die Seite. Den lege ich mal hier hin. Da brauche ich noch eine Schubkarre. So, für euch spule ich das Ganze mal ein bisschen vor, mache das Ganze hier einmal frei und dann geht es gleich weiter. Heute ist hier wieder richtig dämlich in der Bude. Die Vögel sind richtig aktiv, ist richtig schön, aber Luftfeuchtigkeit ist heute richtig toll. So, ich war nun fleißig. Hier habe ich den Kram, der dann hinten wegkommt. Und hier habe ich umgebuddelt, soweit Unkraut und so weit raus, aufs Grobe. Ich werde aber hier noch durchmischen, hier kommt noch Erde zu. Und ja, aber dennoch sind ein paar Bestandteile reingekommen, die will ich euch nicht vorenthalten, bevor ich sie dann nachher umgrabe. Gehen wir einmal von euch aus, von links nach rechts. Das, was ihr hier so braun seht, ist Kokoserde. Die habe ich jetzt nicht extra besorgt. Das war ein Geschenk. Ich selber kaufe mir das nicht mehr. Das ist für mich überhaupt nicht nachhaltig. Habe ich selber schon gemacht und nachdem ich es dann ausprobiert habe, muss ich ganz klar sagen, das tut keine Not. Ich habe es aber noch da, hier ist ein bisschen was drin. So, dann das Schwarze hier, das ist Aktivkohle. Ja, hier ist noch Reste von der Erde für die Voranzucht. Da habe ich ein bisschen, das sieht auch ein bisschen schlammig aus, das war in der Schubkarre, da hat sich Wasser gesammelt. Ich habe das Ding nicht schräg gestellt jetzt vom Regen. Ja, und so weiter und so fort. Also, Kokoserde, Aktivkohle, hier Pflanzenerde, da war auch Urgesteinsmehl drin und so weiter. Und da kommen wir zum nächsten. Hier ist ein bisschen Urgesteinsmehl, ist hier auch teilweise schon drunter verteilt. Und wie schon angekündigt, hier die Holzgeschichtchen. Ja, die sind hier auch schon ein bisschen drunter. Da habe ich schon ein bisschen klein gemacht. Hätte am liebsten das ganze Ding klein gemacht, aber ich habe gesehen, da wohnen die Kellerasseln drin. Und dem möchte ich natürlich nicht ihre Behausung klauen. Aber die dürfen sich jetzt auch gerne weiter an anderen Ecken breit machen. Das Bodenleben erfreut das hier auf jeden Fall. Also, das ist so der Stand der Dinge. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Der Kram muss weg. Schaffen wir ein bisschen Platz, muss aber noch nicht sofort. Brauche ich aber nachher zum Erde holen. Ja, und jetzt geht es ja ein bisschen um das Kreative. Was mache ich denn jetzt hier nun mit den Beeträndern und so weiter und so fort? Und für die Geschichte habe ich ein bisschen Material, das werde ich hier so ein bisschen einfließen lassen. Vorne habe ich auch noch ein bisschen mehr, da gucke ich mal, was ich so gebrauchen kann. Da hätte ich als erstes wieder diese Röhren, die möchte ich auch hier vorne haben, auf jeden Fall. So, und hier jetzt noch drei. Ist ja so, je höher, umso besser, beziehungsweise je tiefer man etwas setzen kann, umso besser, was die Quäke angeht. Und ja. Das werde ich mal hier so ein bisschen modellieren. Dann habe ich da vorne ja noch das Holzstück. Ach ja, das Beet nebenan, das konnte ich ja noch schlachten. Das war generell hier vorne. Das heißt, ich habe hier noch ein paar schöne Steinchen. Noch einer. Den finde ich auch noch ganz toll. Das ist doch schon mal ein bisschen was. Ja. Oh, der eignet sich doch wunderbar hier hinten für die Ecke. Richtig schön. Mal ein bisschen frei machen. Ah, hier ist ein Unkraut. Ja, da unten kommt es her. Den wollen wir jetzt Einhalt gebieten. Ja, da könnt ihr es sehen. Und so ist das dann halt immer ein kreativer Prozess, wie ich sowas angehe. So, was haben wir denn hier? Haben wir den? Oh, passt auf, wie angegossen. Und dann... Oh, wie schön, das gefällt mir jetzt schon. Wenn das mal nicht so sollte, oder? Was meint ihr? Sieht doch super aus. Also hier die Ecke fertig. So, was mache ich jetzt mit dem Rest? Hier vorne fehlt ja noch was. Von der Höhe her langt mir das nicht. Oder doch? Oder nicht? Ich lege noch mal hin. Boing. Ach, wisst ihr was? Das mache ich erstmal so. Sobald mir ein Holz unter die Finger kommt, was da reinpasst, würde sich mir das schon anbieten. Deswegen, ich mache erstmal die Seite fertig. Nee, mache ich gar nicht. Das Holzstück muss da erstmal rein. So, ist hier irgendwo noch Quäge dran, die wir da nicht dran haben wollen. Die wachsen sich ja so richtig ein hier. Ach, wahrscheinlich ist es auch so. Aber das macht mir jetzt einfach mal nichts. Ach, hier, wie angegossen. Da gehört sie hin. Eindeutig. So, Perspektivwechsel. So, da rollt mir schon ein Ding auf den Fuß. Ah, die sind so scharfkantig von innen.
Müssen wir mal ein bisschen feilen. Genau wie vorne. So, dann haben wir jetzt hier den Bereich. Ah, das Beet braucht auf jeden Fall noch mehr Leben. Aber am Anfang ist ja getan mit dem, was ich euch schon gezeigt habe. Und dann mit Bokashi-Mulchen und so weiter. Da geht einiges. Damit auch dann nachher ordentlich Nährstoffe drin sind. Ja, und zu guter Letzt definitiv auch effektive Mikroorganismen, die dürfen nicht fehlen. Auch wenn ich hier eine Aktivkohle schon drin habe. So, das sollte jetzt reichen. Aha. Merkt ihr was? Hier ist dann ein Bereich, ich will ja ein bisschen zur Sonne hin und deswegen mache ich das ja gerne schräg. Ich mache das ja auch gerne mal ein bisschen so und so. So, machen wir das jetzt erstmal fest. So. Nächster. Ich hätte mal vorne anfangen sollen, ne? Machen wir so. Schön. Genau so. Sieht toll aus, nicht so viele Freiräume. Da ist ein bisschen Luft, das macht nichts. So, dann machen wir das Ganze schon mal wieder dicht. Ach, schön. Das wäre doch vielleicht noch was hier für... Oh ja. Hier in der Ecke kann man doch noch wunderbar was einpflanzen. Mal gucken. Oder Totholz vorlegen. So wie hier. Guckt euch das an. Das ist doch eine Menge. Eigentlich wollte ich so hoch, wie ich freigestochen hatte. Vielleicht auch hinten was reinmachen an Totholz. Kommt vielleicht auch noch. Mal gucken. Das muss einmal weg. Die auch weg. So, jetzt sende ich nochmal weg, was alles über ist. So, so muss das jetzt reichen. Sieht doch super aus schon mal. Den noch ein bisschen rein. Der Rosmarin, den mache ich woanders hin. Der kriegt einen anderen Platz. Obwohl, wisst ihr was? Hier kommt, zack. Zeug. Ach, das ist jetzt hier alles vom Schneiden nochmal. Da kommt, der kriegt einen Eckplatz. Dass er da war, wo er sowieso schon war. Ach, herrlich. Würden angießen. Ja. So. Ach ja, ich habe ja noch was erzählt. Hier kommt jetzt noch was rein. Oh, ich sage euch das. Das riecht irgendwie wie Ketchup. Ja. So, und dann mache ich jetzt hier einfach einen Schuss rein. So. Das haue ich jetzt nicht alles ins Beet übrigens. Das werde ich jetzt noch woanders verteilen. Einfach nur ein bisschen umrühren. So. Schön. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Ich bin sehr zufrieden. Hier ist wieder frei. Hier war so viel Gras. Die Palette war sowieso schon sehr alt. Die fängt langsam an der einen oder anderen Stelle morsch zu werden. Der Bereich war auch ursprünglich ganz anders geplant. Also schon so, das was hier ist, ja. Aber der Untergrund, da ursprünglich wollte ich Teppich haben. Teppich habe ich mir dann irgendwann recht schnell aus dem Kopf geschlagen. Kann nicht gut, so gut für den Garten sein. Ich habe hinter mir noch den Bunker, da soll das Dach neu gemacht werden. Und da fällt nachher so viel Holz ab. Und da habe ich Hoffnung, dass ich hier dann so eine Art Terrasse davon machen kann. Das wäre ein richtig cooler Platz dafür. Finde ich sehr, sehr gut. Also, Beet fertig, Thymian drin. Vorne hat es dann noch Platz für Blumen und Kräuter. Vielleicht kommt da die Wunderblume rein. Mal gucken. Also bin ich jetzt richtig glücklich mit. Also hinten wahrscheinlich noch Totholz. Mal gucken, was hier letztendlich dann reinkommt. Ja, der Bereich ist jetzt erstmal soweit frei wieder. Man kann hier mal sitzen. Ist aber nur zu empfehlen mit Decke, weil es doch schon ein bisschen hart ist. Und jetzt links neben euch ist ja noch ein Riesenbeet und ein Apfelbaum. Da oben ist der Mond, der hat mich gerade abgelenkt. Ja, da habe ich noch ein bisschen was vor, das möchte ich schön machen. Ich habe auch überlegt, da genau da, jetzt, wo die Kamera steht, das noch ein bisschen breiter zu machen, dass ich da ein bisschen besser mit Fahrrad oder mit Schubkarre durch kann. Da habe ich gemerkt, da ist ein bisschen, kommt man durch, aber links und rechts ist nicht wirklich viel Platz. Und ja, hängen geblieben bin ich zwar noch nicht, aber es wäre auf jeden Fall schöner, wenn da mehr Platz ist. Des Weiteren, ich möchte das hier einfach überarbeiten,
Vielleicht mache ich da das nächste Grassoden-Hochbeet. Das bietet sich ja vielleicht an. Ja, gar keine so schlechte Idee. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Also, das sah hier echt wüst aus. Und so viel Arbeit war es letztendlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie spät das jetzt ist. Wenn ich da hinten mal gucke. Ah, ich tippe mal auf 7:30. 8. Also das, was ich hier gemacht habe, hat mich jetzt, schätze ich mal, 1,5 Stunden gekostet. Ich habe immer ein ganz gutes Gefühl. Ne? Wenn es anders ist, werde ich euch das einblenden. Aber jetzt nicht, werde nicht um 5 oder 10 Minuten falschen. Also ganz einfach, wie ihr sehen könnt. War wieder eine Riesenfreude, wieder was fertig bekommen. Eine Ecke, die ich schon länger im Blick hatte, aber ich habe ja halt so Prioritäten gesetzt. Jetzt sehe ich noch da ein Beet, da hinten, da und dort ein Beet. Da vorne ein bisschen was und dann bin ich schon durch. Also da hinten sind ein paar Tomatenbeete, easy going. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Das geht relativ schnell, wahrscheinlich alles in einem Rutsch. Und so könnt ihr einfach sehen, also, ich habe jetzt tagelang nichts gemacht. Jetzt bin ich mal wieder hergekommen, habe irgendwie 1,5 Stunden was gemacht. Bisschen rumgetüdelt, hatte auch mal eine Pause zwischendurch und schon steht das ganze Ding wieder. Also so hochdramatisch ist das immer nicht so mit der Gartenarbeit. So ihr Lieben, wer noch kein Abo dagelassen hat, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ich sage an alle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars. Achso, hier, ne? Wer aufpasst bei mir, am Ende gibt es noch mal ein paar Leckerlis. Und das zeige ich euch mal. Kommt mal mit. So, und jetzt gibt es noch einen kleinen Schmankerl für alle, die dran geblieben sind. Ich stelle hier schon ein bisschen zur Seite. Guckt euch das an. Ich behalte natürlich die Temperaturen bei uns hier im Norden im Auge. Und aber nichtsdestotrotz, ich habe mal einen Tag ein bisschen Luftraum kommen lassen an meine Bananen und schon schießt das Ding wie Sau. Und ja, überholt jetzt auch gleich die Steine. Und das möchte ich euch noch schnell zeigen. Ja, guckt euch das an. Ist das nicht schön? Banane kommt, die entblättert sich. Also den Stein kann ich schon wegnehmen, der belastet sie wahrscheinlich eher. Und ja, sollte das nochmal kalt werden, packe ich hier noch eine Röhre drauf. So eine Röhre, wie ich gerade auch im Beet verbaut habe. Ja, kriegt er richtig Dampf dieses Jahr. Toll. Ist jetzt schon fast größer als letztes Jahr. Mal gucken. Ich habe mich da ja nicht so wirklich drum gekümmert. Aber hier gibt es dann nachher noch einiges. Ne? Die Ecke mache ich auch noch schön. Nur aber raus. So, hier muss ich erstmal runter. Wollen wir den Momo noch mal besuchen gehen? Komm. Momo? Ja, darf ich zu dir kommen? Ja. Momo ist ja mittlerweile auch auf YouTube. Oh, das sieht ja richtig schön aus. Dicke Bohnen? Ja. Dicke Bohnen. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Gut, danke. Und dir gut? Ja, mir geht's auch gut. Mann, das sieht richtig schön aus bei dir. Machst du ein Video? Ich habe das Video schon fertig. Das ist jetzt so ein... Sehr, sehr, sehr gut. Ein extra Schmankerl für zum Schluss. Ich habe dein Kanal immer gesehen. Ja, Momo ist ganz fleißig immer am Gucken und er sagt, ich gebe immer einen Daumen nach oben, sagt ja, er. Immer ein, sehr schön. Ein Like. Was machst du denn da? Was ist das? Da hast du Zuckermais drin? Zuckermais. Von mir? Ja. Zu früh? Ja, er macht einfach. Für alle. Ja, okay. Er probiert es, wahrscheinlich hat er Glück. Er fragt mich schon immer, wann er das reinmachen kann, den Mais. Aber komm mit rein. Ich soll mit reinkommen? Ja. Hier. Ja. So eine Plume? Plume, so eine? Also Sonnenblume hast du auch schon. Na, du bist aber echt optimistisch. Aber dann muss das ja nur noch gutes Wetter geben. Ich möchte an der Platz pflanzen. Ja. Ah, sehr, sehr früh. Ja. Sehr, sehr früh. Kann sein, dass wir noch einmal ganz kalt kriegen. Ne? Denn... Bist hier du Zuckermais. Zuckermais und die dicken Bohnen. Ja, dicken Bohnen. Ah, sehr schön. Hier rote Beete. Rote Beete? Ja, heute gepflanzt. Und Zwiebeln? Ja. Mann, du hast hier das aber auch schon richtig und schön gemacht. Spinat. Spinat und... Spinat? Ja. Wow, ganz schön dicht. Naja, das sind andere Anbaumethoden, ne? Toll. So, Momo, ich mache Feierabend, ich soll nach Hause. So, Momo, sagen wir noch ja. Tschüss. Tschüss.